Moin moin und heidi ho, ihr Lieben, hier ist mal wieder Mathilde mit Edna und Harvey. Wir wollen jetzt endlich ausbrechen. Unser Vehikel ist funktionsfähig. Das Einzige, was uns jetzt noch von der Freiheit trennt, ist das Tor. Und das wollen wir uns jetzt anschauen und öffnen, ne? Ja, waren wir ja schon mal. Das heißt, wir wissen, wie wir den Typen loswerden. Wer ist da? Na warte! Dich krieg ich! Schnell in den Spind! Hey! Wo bist du hin? Hey, was hast du getan? Raus hier! Juhu! Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Jupp, hat sie! Auf in die Freiheit! Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor! Die Garage! Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner! Sehr schön. Verflucht! Oh, wieso habe ich mir so viel Mühe mit diesem scheiß Lieferwagen gegeben? Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Yay. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frotte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Was haben wir denn noch? Oh, okay. Leer, bis auf ein Abschleppseil. Nein, ich will das Abschleppseil. Ich nehme das Abschleppseil. Tief und unergründlich. Es besteht eine Hey! Schau nur, wo wir gelandet sind, Harvey. Es ist nass. Es ist sumpfig. Es ist allemal besser als die Anstalt. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Mutti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Karte zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung.
Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Ihr versteckt das Herz Ass nach einem System, das nur ihr kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Oh ja. Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Die letzte also. Sicher? Das Ding ist, hier muss man tatsächlich auf Hotis Augen achten. Der verrät einem nämlich, ob man hier richtig liegt oder nicht. Wenn er nämlich so nach oben schaut, dann ist es die richtige Karte. Ah, die dritte Karte. Sicher? Richtig. Zweite Runde. Die zweite von links. Sicher? Gleich die erste Karte. Sicher? Die letzte also. Sicher? Ja. Richtig. Dritte Runde. Die zweite von links. Sicher? Ja. Richtig. Uhuhu. Du hast es geschafft. Autsch. Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Ich gehe dann mal. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Hat uns nichts gebracht. Aber okay. Gehen wir mal hoch. Okay. Von außen betrachtet sieht der Schaden gar nicht so groß aus. Was macht Alu jetzt schon wieder? Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Okay. Autsch. Oh, was ups, war das? Das wollte ich gar nicht. Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Ah, deswegen musste ich das Spiel gewinnen. Du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! So, ich wollte ja mit ihm reden und ihn nicht... Hallo, Alu, alter Hund. Wuga! Oh, okay, war ich wohl zu schnell. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Okay. Ist er jetzt immer noch da? Ja. Gut, gehen wir mal weiter zur Straße. Wie schön, dass der offen ist. Erste-Hilfe-Kästen sind immer gut. Nanu, der ist ja festgeschweißt. Oh. Der Zündschlüssel fehlt.
Ich krieg den Gang nicht raus. Oha, das Auto beginnt zu rollen. Das wollte ich eigentlich doch gar nicht. Was soll das? Stopp! Dupi dupi, dupi du. Ging doch ein bisschen schneller. Na, egal. Was auch immer Blase da getrieben hat. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. So, dann hängen wir doch jetzt mal das Abschleppseil dahin. Und ich möchte bitte nach unten zum Fluss. Ach, hier können wir weitergehen. Das habe ich vorhin übersehen. Ja, das ist jetzt schade, dass ich da jetzt so schnell mit dem Wagen war. Ich mach das einfach nochmal. Ich lade einfach das Spiel neu. Ey, hallo? Oder auch nicht. Gut. Ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Ja, also ich wollte jetzt zwar eigentlich das Spiel neu laden, aber irgendwie will meine Escape-Taste nicht, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Wenn man nämlich eher hierher gegangen wäre, hätte man hier gesehen, dass es hier so einen kleinen gelben Strahl gibt, weil Blase übers Geländer hier in den Fluss gepinkelt hat. Na egal. So. Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Es geht bestimmt mit den Antioxidationsmitteln auf. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Das hat aber gequietscht. Oh, hier sind Gräber. Schauen wir uns die mal an. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Hier ruht Mattis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Klaus-Peter, Staubsaugervertreter. Ja, da jetzt die Folge irgendwie erst zu 10 Minuten geht, möchte ich die ungern schon unterbrechen. Obwohl ich eigentlich die Kirche gerne als ein Ding für sich machen würde. Egal, dann ist das halt eine kurze Folge. Wir wollen ja so ein bisschen thematisch bleiben, weil die Kirche ist wirklich nochmal ein eigenes Kapitel für sich. Das möchte ich wirklich gar nicht gern. Oder wir können ja schon mal reingehen. So. Das Firmenlogo. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich habe den Eindruck, dass die Spieleentwickler nicht so gläubig waren. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch zählt, okay. Das? Sagt er auch das Gleiche zu Kanzel? Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Ich die benutzen? Ich bin nicht so der pastorale Typ. Gut, okay, aber dann machen wir jetzt hier doch eine kleine Unterbrechung, weil, wie gesagt, die Kirche ist einfach ein Kapitel für sich. Ja, auch wenn es ein kurzes Video war,
liken, abonnieren etc. Kommentieren gerne. Euch ist bestimmt aufgefallen, auch an der Musik und an den ganzen Lichtverhältnissen, dass sich so die Stimmung des Spiels langsam ändert. Na gut, wir werden mal sehen, wie es weitergeht in der Kirche. Also bis dahin, macht's gut. Eure Mathilde.